Ja, schönen guten Abend, muss man ja fast mittlerweile sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte Ihnen jetzt heute über die einzige zugelassene Therapie zur Behandlung der trockenen Form der altersbedingten Makuladegeneration berichten. Photobiomodulation bedeutet halt die Beeinflussung des Lebens mit Licht. Und sagen wir natürlich alle, ja klar, wenn ich mich in die Sonne setze, fühle ich mich wohler. Wenn die Sonne scheint, finde ich auch schön. Was soll das? Bloß ganz so einfach ist es eben dann doch nicht, weil hier geht es um die Beeinflussung durch spezielle Wellenlängen, einen speziellen Ausschnitt aus dem Spektrum, in reiner Form sozusagen, im Gegensatz zu dem einfachen Beschienenwerden durch Sonne. Die Zellfunktion kann durch die Sonne beeinflusst werden. Wir wissen es von den Pflanzen, wir wissen es von Pflanzlampen für Orchideen. Und genau das Gleiche funktioniert in etwas angewandelter Form eben auch bei uns Menschen. Auch wir haben Rezeptoren in unseren Zellen, die auf Licht reagieren, nicht nur auch im Auge, sondern auch in anderen Teilen des Körpers. Aber natürlich bietet sich das Auge als spezielles, primäres optisches Organ dafür ganz besonders an. Wie funktioniert dieses Verfahren jetzt? Ich will Sie jetzt nicht auch aufgrund der Zeit mit dem Atmungskette und dem Citratzyklus nerven, aber was wir alle vielleicht noch aus unseren Physikumszeiten kennen, ist, dass es Zellbestandteile geben, die für die Energieversorgung der Zelle verantwortlich sind, nämlich die Mitochondrien. Dass diese Mitochondrien einen sehr, sehr hohen Stoffwechsel haben, weil sie machen den Stoffwechsel. Dass es Faktoren gibt, die die Mitochondrienfunktion unterstützt und auch Substrate, die die Mitochondrien zum richtigen Funktionieren brauchen. Ganz wichtig ist dabei die Cytochrom-C-Oxidase. Dies ist die absolute Voraussetzung dafür, dass die Mitochondrien Adenosintriphosphat bilden können, ATP. Ich glaube, an das ATP erinnern die meisten von uns sich noch. Zwei ATP rein, zwei ATP raus. Wir mussten das runterbeten können. Und diese Häufung oder die Menge an Cytochrom-C-Oxidase und Adenosintriphosphat kann beeinflusst werden über unterschiedliche Wellenlängen des natürlichen Spektrums. Es gibt dazu Studien, die eben zeigen, dass sie also Peaks haben bei bestimmten Wellenlängen. Wellenlängen, die dann absorbiert werden und sie haben dann einen hohen Anteil, hohe Konzentration von ATP, eine hohe Aktivität der Cytochrom-Oxidase und auch ein großes Absorptionsmaximum dort. Und so ist der Ansatz zu schauen, welche Wellenlängen sind das denn, wo wir diese Peaks haben? Welche Wellenlängen sind denn therapeutisch nutzbar, da dort die Peaks liegen? Und aus diesem Gedanken heraus hat sich dann ja eine Forschung in diesem Bereich entwickelt, die nicht ganz unumstritten am Anfang war, weil es klingt so banal, es klingt so absolut banal und dumm. Nach all diesen ganzen wunderbaren Vorträgen, diesem ganzen Hightech, das wir gesehen haben, soll auf einmal gewisse Wellenlängen etwas im Auge bewirken bei ernsthaften Krankheiten. Es gab dann eine Studie, die da auch mich sehr beeindruckt hat, nämlich eine Therapie oder ein Therapieversuch durch eine entsprechende Gabe von Methanol zur Erblindung gebrachten Ratten. Diese Studie hat vier Arme. Wir haben hier im unteren Bereich die beiden Studienarme mit Tieren, die Methanol ausgesetzt worden sind und im oberen Arm die Kontrolltiere. Wir haben hier ganz unten die Verumgruppe, die keine Photobiomodulationsbehandlung bekommen hat. Hier haben wir die Verumgruppe, die nach der Gabe des Methanols nach 5, 25 und 50 Stunden jeweils in einer Wellenlänge von 670 Nanometer über 2,5 Minuten beleuchtet wurde. Hier oben haben wir die Gruppe, die Sham ist. Und hier ist die Gruppe, die Sham von dem Methanol her gesehen ist, aber bei der eben auch die Beleuchtung, die Photobiomodulation durchgeführt wurde. Was Sie hier sehen, ist die Response des ERGs. Bei der Gruppe, die Methanol bekommen hat, kommt es zu einem massiven Abfall des ERGs. Es ist zwar noch nachweisbar, aber es ist sehr, sehr gering, wenn man es vergleicht mit der gleichen Gruppe nicht intoxikierter Tiere. Dies ist die Gruppe,
die entscheidende ist. Sie hat die gleiche Menge Methanol bekommen wie diese Gruppe, aber es wurde eben diese Photobiomodulation durchgeführt. Und wenn man die Kurven vergleicht, dann stellt man fest, dass diese Kurve viel mehr an diese gerät, nämlich die unbehandelten Tiere, als diese Gruppe, die intoxikiert sind. Hier ist das ERG reduziert, aber die Tiere sind nicht blind. Und wenn Sie die Forscherin, die das in den USA durchgeführt hat, hat jahrelang über Methanol-Intoxikation geforscht und sie sagt, eigentlich wollte ich beweisen, dass dieser Quatsch mit der Beleuchtung nicht stimmt. Ich wollte die killen. Ich habe gesagt, ich nehme jetzt meine Methanol-Sachen und dann ist das ein für alle Mal weg vom Fenster, diese Diskussion. Und hat im Endeffekt damit bewiesen, wie potent diese Behandlung sein kann, die ja so simpel ist. Wie wirkt es? Ich sagte eben schon, erhöhte Aktivität von Zytochrom C, damit eine erhöhte oxidative Aktivität, eine erhöhte Sauerstoffbindung, erhöhte ATP-Bildung, Mitochondrienaktivität geht hoch, freie Radikalen werden abgefangen. Und im Endeffekt muss man sagen, die Mitochondrien sind entscheidend für den Zelltod. Wir reden heute in vielen Bereichen über die Apoptose. Die Mitochondrien und ihre Aktivität spielen eine große Rolle bei der Auslösung oder auch der Verhinderung der Apoptose. Wir haben also hier eine Möglichkeit, das Energieniveau der Zellen überhaupt zu beeinflussen. Und jede Zelle macht ihre Arbeit besser, egal wo sie ist, wenn sie ausreichend Energie zur Verfügung stehen hat. Für uns in der Augenheilkunde ist es völlig neu. In anderen Gebieten der Medizin, bei den Kollegen, wird es teilweise schon seit Jahren eingesetzt. Sehr häufig orale Mukositis bei Karzinomen im Mundraum. Die werden ja alle aufgrund der schlechten Prognose nachbestrahlt und haben dann oft über Monate einen völlig ulzerierten Gaumen, Zunge und alles, können monatelang nicht essen. Hier hat sich spezielle Applikatoren, die wirklich in den Mund eingeführt werden und eine Photobiomodulation durchführen, durchgesetzt, weil die Leute wesentlich schneller wieder ein intaktes Epithel haben, ein intaktes Schleimhaut haben, wieder essen können. Ähnliches bei schwer heilenden Wunden von Diabetikern, Pilzbefall, aber auch harmlosere Anwendung bei Sportverletzungen. Es gibt wohl im Bereich des Leistungssports mittlerweile eine ganze Menge, die das nutzen nach Verletzungen, auch zum Muskelaufbau oder nach Unfällen. Es gibt mittlerweile Ganzkörpersysteme. Also falls jemand lange jung bleiben möchte und 100.000 Euro übrig hat, das ist das Tor-System, das bei einigen Privatpersonen auch steht, aber auch einfach Schmerzlindern bei Arthritis, Rheuma, Fatigue-Syndrom. ROP-Studien gibt es Einzelfall, dass die Netzhaut sich einfach schneller entwickelt, aber noch keine Studien, sowas ist angedacht. Wir haben jetzt seit Mai dieses Jahres das einzige erhältliche System zur Behandlung der trockenen altersbedingten Makuladegeneration bekommen, das Lumitera System der Firma Valeda. Es gibt dort eine Beleuchtung durch drei LEDs, Orange, Rot, Infrarot, die entsprechenden Nanometer. Grundlage der Zulassung ist die Leitzeit 1-Studie. Über 12 Monate hat die sich angeschaut, wie wirksam die Lumitera-Therapie ist. Sie war doppelt verblindet, randomisiert, kontrolliert und in einem einzigen Center durchgeführt. Die Studie ist aus Kanada, Kontrollzentrum, das Reading Center war in Bern. Sie war so aufgebaut, dass wir ein Baseline haben. Dann wurden 9 Therapien in Abstand von 3 Wochen durchgeführt. Dann eine Kontrolle nach 2, nach 3 Monaten. Ich will es abkürzen. Es wurde dann geschaut, wie sieht es auch nach 6 Monaten. Wenn man dann feststellt, es ist zu einem Visusabfall gekommen, wurde das Ganze wiederholt. Nochmal ein Zyklus von 9 Behandlungen und dann wieder Kontrollen entsprechend bis zu 12 Monaten. Die Ergebnisse haben gezeigt, das hier ist also jemals die behandelte Gruppe, dass es zu einem Visusanstieg im Mittel kam von etwa 5 Buchstaben. Es ist keine massive Entwicklung zum Positiven, aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung zum Positiven.
Über 12 Monate sehen wir oft bei vielen Patienten, wenn wir OCT-Vergleiche machen, bereits eine Zunahme des Befundes, eine Ausdehnung der atrophen Areale, die sich immer weiter der Fovea nähern. Eine Sehverbesserung nach 12 Monaten bei trockener AMD stellen wir in der Regel leider nicht fest. Die Kontrastsensitivität, auch für die Patienten sehr gut merkbar, steigt deutlich durch die Photobiomodulation an, während sie im Bereich der nicht behandelten Patienten der Kontrollgruppe gleich bleibt oder erfahrungsgemäß und auch studienmäßig nachgewiesen abnimmt. Zentrale Drusendicke, ebenfalls deutliche Abnahme der zentralen Drusendicke über 12 Monate, während sie in der Kontrollgruppe eher tendenziell zunimmt. Das ist jetzt der beste Patient, muss man sagen, aus der Leitzeit-1-Studie. Sowas sehen Sie nicht immer und sowas sehen Sie auch definitiv erst nach 12 Monaten, weil ein Umbau der Netzhaut und ein Abbau von Stoffwechselendprodukten durch das Auge natürlich einfach Zeit verlangt. Das ist der gleiche Patient, der auch eine deutliche Sehverbesserung hatte. Und das ist jetzt ein sehr schöner Befund, aber muss natürlich ganz klar sagen, das ist die Ausnahme. Aber trotzdem ist es immer wieder gut zu sehen, dass es eine Möglichkeit gibt der Umkehr. Wie sieht der Therapieablauf jetzt ganz einfach aus? Die Patienten kommen zu uns, sie brauchen nicht weitgestellt werden. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr, sehr simpel. Es dauert nur 5 Minuten. Wir können beide Augen am gleichen Tag behandeln. Belastend ist natürlich, dass sie 9-mal kommen müssen innerhalb von 3 bis 4 Wochen. Wir sagen den Patienten auch ganz klar, dass nach 6 Monaten wieder behandelt werden muss. Einfach jede chronische Erkrankung kann nur durch eine wiederkehrende repetitive Behandlung in Grenzen gehalten werden. Wir können natürlich auch keine trockenen AMD heilen, im wirklichen Sinne des Wortes heilen, aber wir können verschieben, verlängern, lindern, leicht verbessern. Das Fazit aus der Leitzeit-1-Studie ist, wir haben im Mittel einen Visusgewinn von 1 Zeile. Wir können aber auch teilweise besseren Visusgewinn haben bei einzelnen Patienten. Wie gesagt, im Mittel 1 Zeile. Kontrastschärfe, Rückbildungsdrüsen, das hatte ich alles schon. Machen wir schnell weiter. Es gibt jetzt als nächstes, oder es läuft in Europa, die Leitzeit 2. Multicenter, 8 Zentren, 144 Augen, 3 Studiencenter in Deutschland. Und die Leitzeit 3 in den USA, auch 144 Augen, Multicenter. Ein etwas verkürztes Behandlungspause, also nur jeweils 4 Monate und dafür 3 Behandlungszyklen, um einen Abfall des Visus nach 5 Monaten, 6 Monaten zu verhindern, die Leute auf Niveau zu halten. Und dies ist dann auch die Studie, die zur FDA-Approval führen soll. Ja, eigene Ergebnisse. Wir haben jetzt noch nicht so viele, weil wir immer noch erst hinterher eben die Auswertung machen können. Aber wir haben mittlerweile 20 Augen behandelt. Und wir haben 18 Mal eine Behandlung durchgeführt. Und unsere erste Patientin haben wir einen zweiten Behandlungszyklus durchführen können. Unsere eigenen Ergebnisse zeigen etwas, was jetzt aus der Zulassungsstudie nicht so bekannt war, dass wir ein gewisses Sickerproblem haben. Das Licht ist wirklich sehr hell und die Leute schauen darauf, sollen die Augen ja auch aufhalten, vergessen zu blinzeln, sodass so etwas absolut Banales wie eine Sicker ein Problem sein kann. Wenn Sie die Patienten fragen, wie es ihnen geht, dann sind sie oft nicht glücklich, weil die Augen tränen und trocken sind. Wir haben also entsprechend jetzt angefangen, der Sickertherapeutika vorher, hinterher zu geben, und dieses Problem anzugehen. Wir haben festgestellt, dass unsere erste Patientin, obwohl sie eine gute Ausgangsvoraussetzung mit einem Visus von 50% hatte, keine Sehverbesserung hatte. Dann aber, als wir sie 4 Monate später nochmal behandelt haben, einen Visusanstieg von knapp 30% hatte. Also sehr erfreulich. Unsere beste Patienten haben 30% Visusgewinn. Ein Teil der Patienten hat keinerlei Visusgewinn. Ein Teil der Patienten hat einen Visusverlust, was wir als Therapieversagen werten. Insofern, dass einfach der natürliche Verlauf der Krankheit weiter fortschreitet, nicht gestoppt werden konnte. Schaden kann das System aufgrund der Intensitäten der Belichtung nicht, was auch ganz entscheidend ist und sehr von allen anderen therapeutischen Ansätzen, die gepflegt werden, das heißt weiteren Injektionen, weiteren E-Worms, eindeutig unterscheidet. Das ist jetzt eine grafische Darstellung.
der Ergebnisse. Alle grünen Blöcke zeigen einen Visusgewinn. Alle hellgrauen Blöcke zeigen eine Konstanz des Visus und alle roten Blöcke zeigen eine Sehverschlechterung. Dass dieses immer größer wird, bedeutet jetzt nicht, dass das immer größere Ausschläge sind. Es ist sowieso ein Vergleich, Prä-Post in Locmar, sondern es ist einfach nur grafisch, damit man es sehen kann. Also dieser Patient ist von 0,1 plus 1 runter auf 0,05. Also jetzt nicht, dass er da von 0,8 auf 0,5 runtergekracht ist, sondern das sind gerade mal ein paar Buchstaben, aber ist einfach, weil er als letzter dargestellt ist, zu hoch. Wir sind damit im Augenblick nach einem einzigen Durchgang der Therapie zufrieden, weil wir wissen, dass eine weitere Behandlung in etwa 5 Monaten eine weitere Verbesserung der Situation bringen kann. Wir haben sicherlich auch ein paar Patienten drin, die durch die Sicker-Problematik schlechtere Ergebnisse haben, weil das einfach auffällig war, dass die Leute, als wir noch nicht Tränenersatzmittel getropft haben, darüber klagten. Selbst wenn der Visus besser war, klagten sie darüber, was uns irritiert hat. Aber von daher ist das jetzt, es ist ja keine Studie, es sind einfach eigene Ergebnisse einer neuen Therapie. Ich denke, wenn wir diese Sicker-Problematik rausnehmen würden, hätten wir noch etwas bessere Ergebnisse. Und nachdem diese einzige Patientin, die wir bisher ein zweites Mal therapiert haben, einen solchen deutlichen Visusanstieg gezeigt hat, sind wir, wie gesagt, ganz hoffnungsfroh, dass wir Ihnen dann in überschaubarer Zeit andere, etwas bessere Ergebnisse präsentieren können. Aber man muss auch ganz klar sagen, jede Verbesserung ist ein Gewinn. Und ich will nur noch 3 Sätze sagen dazu, was wir machen bei der AMD, sei es trocken oder feucht, falls wir dann eine richtige Therapie für die Trockene zum Beispiel hieraus entwickeln können, ist, wir fangen 10 Jahre zu spät an. Wenn wir eingreifen, laufen wir schon massiv hinterher. Der Gedanke war ja früher immer, oder was man so diskutiert, wo ist eigentlich der Ansatzpunkt, wo wir früher anfangen können, ehe wir diese ganzen Bilder haben und dann versuchen, eine große Atrophie zu verhindern oder diese 10%, die feucht werden. Und nach allem, ich bin jetzt auch mal über Mitomedizin im Allgemeinen, also Mitochondrienmedizin, mal auf einen anderen Kongress, Kollegen, die nicht Augenärzte sind, die versuchen, die Mitochondrienfunktion medikamentös zu beeinflussen. Das ist ein ganz großes Thema, das wir bisher überhaupt nicht mitbekommen haben, augenärztlicherseits, obwohl es Licht ist und das Auge ist, das wir hier vertreten. Es wird ein ganz anderer Ansatz gesucht, als den wir jetzt 15 Jahren verfolgen. Die ganzen Pharmafirmen wollen was ins Auge spritzen, auch wenn das finanziell und auch oft endophthalmitis-mäßig durchaus ein problematischer Ansatz ist. Hier haben wir in meinen Augen die Möglichkeit zu schauen, können wir eine echte Prävention machen? Wenn meine Eltern eine trockene AMD gehabt hätten oder auch nur einer meiner Elternteile, ich würde sehr ernsthaft in meinem Alter darüber nachdenken, mich regelmäßig vor unsere Maschine zu setzen, weil keiner kann mir sagen, ob ich nicht in ein paar Jahren auch eine AMD entwickeln würde. Dies ist ein echter präventiver Ansatz, ist meine Behauptung. Beweisen kann ich das natürlich nicht, weil Sie sind hier komplett am Anfang. Aber ich denke, auch gerade nach Rücksprache mit Kollegen aus anderen Fachrichtungen, wir haben hier einen sehr interessanten und hoffentlich auch sehr effektiven und für die Patienten sehr gering risikobehafteten Ansatz. In der Diskussion bei den Menschen, die sich mit Photobiomodulation am Auge auseinandersetzen, sind dann natürlich auch Weiterentwicklungen, dass man einfach sagen kann, da wir ja hier allgemein über die Mechanismen gehen, was ist denn mit all den anderen gestörten Funktionen, Zellfunktionen bei Diabetes, Gefäßverschlüssen? Können wir das Fortschreiten der Atrophie flächenmäßig verhindern? Tun wir denn nicht auch der Patientenschaft mit feuchter AMD einen guten Dienst? Ich erinnere an Professor Holz, der meinte, wenn wir ein Medikament finden, das wir in den Glaskörperraum spritzen können, gegen die fortschreitende Zerstörung durch eine geografische Atrophie, dann sollten wir das auch allen feuchten Patienten ins Auge spritzen, weil die ja auch alle eine geografische Atrophie auf kurz oder lang bekommen, ob nun durch das Medikament oder spontan, sei dahingestellt. Myopa-Atrophie ist ja eigentlich ein ähnliches, EOP, kurz erwähnt, und Glaukom, Apoptose. Apoptose ist das Wort, das ich am meisten höre von Kollegen, die sich mit dem Glaukom beschäftigen. Ein Ansatz, mal schauen. Ja, und das ist dieses wenig spektakuläre Gerät, von dem ich aber denke, dass es sehr viel kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, liebe Birgit. Der Enthusiasmus zeichnet dich aus und immer wenn neue Wege beschritten werden und neue Therapieansätze, gerade für so ein fast aufgegebenes, verlorenes Terrain, dann müssen wir das zu würdigen wissen und wir sind gespannt auf die Ergebnisse nach der zweiten Behandlungsserie. Da werden wir nächstes Jahr von berichtet bekommen, nehme ich an. Wie du es gesagt hast, lieber ein bisschen Effekt als gar kein Effekt. Und ich denke, es ist auch ganz gut, dass wir unseren Patienten, diesen eigentlich hoffnungslosen Patienten, überhaupt etwas anbieten können und dass die nicht in die Arme von irgendwelchen Scharlatanen und Quacksalber, wenn ich das mal so ausdrücken darf, in die Arme getrieben werden und dort ausgepresst werden und ausgenommen werden, aufgrund einfach des Leidensdruckes, das sie haben. Insofern, wenn das seriös und vernünftig entwickelt und aufgebaut wird und vielleicht multizentrisch und auch universitär begleitet, dass das ein adjuvantes Verfahren ist, ähnlich wie es bei diesen Arztschulen, bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln der Fall ist, dann ist das sicher ein Baustein in der Therapie, der nützlich sein kann und der von vielen Augenärzten auch angewendet werden kann. Vielen Dank.